So Leute, der erste Gruppenspieltag ist rum für jede Mannschaft. Jede Mannschaft war jetzt einmal schon in einem Match. Wir schauen uns mal an, wie Simulation gegen Realität abgelaufen ist. Wir fangen gleich mal an mit Italien gegen die Türkei. 3:0 in Realität für die Italiener und ein 1:0 durch die Simulation von mir. Das heißt, Sieg, Niederlage oder Unentschieden, technisch ein Punkt für mich, also zählt ja, also ist ein Sieg gewesen. Genau, bloß das Ergebnis hat nicht ganz gepasst, da waren die Realität doch stärker. Italiener oder die Türken etwas schwächer in der Realität, als sie in der Simulation waren. Dann kommen wir zum zweiten Spiel, Wales gegen Schweiz. Da habe ich die Schweizer mit einem 2:0 gegen Wales simuliert. So ist es tatsächlich auch nicht gekommen. Ein 1:1 haben sich hier die Waliser noch erkämpft und dementsprechend ein Unentschieden. 1:1 Wales gegen Schweiz in der Realität. Und ja, kommen wir zum nächsten Spiel, Dänemark-Finnland. Da erstmal gute Besserungswünsche meinerseits an Christian Eriksen. War sehr schockierend, diese Bilder zu sehen. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. Ich habe gesehen, es geht ihm schon wieder besser. Also hier nochmal Grüße raus und alles Gute, Christian Eriksen. Aber ja, ich habe die Dänen mit einer 2:0, ja, mit einem 2:0-Sieg simuliert. Die Finnen mit ja, dem Überraschungssieg 1:0 dann gewonnen gegen die Dänen. Und dementsprechend lag ich hier mit meiner Simulation auch falsch. Kommen wir zum nächsten Spiel, Belgien-Russland. Und da lag ich mal so richtig daneben. In der Realität 3:0 für die Belgier. Ganz, ganz souverän gegen die Russen. Und meine Simulation lag bei einem 2:2 komplett falsch. Also von dem her gleich zum nächsten. Das nächste Spiel, England gegen Kroatien. Auch hier falsch getippt von mir. 1:0 habe ich hier getippt. Oder was heißt getippt? Simuliert mehr oder minder. Für die Kroaten einen Sieg 1:0. Es kam anders, genau umgekehrt 1:0 für England, die Kroaten hiermit geschlagen haben. Und dann war ich mal wieder richtig gelegen. Österreich gegen die Nordmazedonier. Hier ein klarer, ja was heißt ein klarer? Erstmal war es ein bisschen holprig für die Österreicher, also für die ÖFB-Auswahl. Hat aber dann letzten Endes mit 3:1 gewonnen und in meiner Simulation ging es 2:0 aus für die Österreicher. Also dementsprechend würde ich auch hier sagen, lag ich richtig, beziehungsweise meine Simulation lag hier richtig. Dann Niederlande gegen Ukraine. In Realität ein hammergeiles, spannendes Spiel. 3:2 ging es in der Realität aus. Bei mir in der Simulation 1:0 für die Niederländer. Also würde ich auch sagen, da war ich richtig. Das Ergebnis hat natürlich nicht gestimmt, aber Sieg Niederlande ist eingetreten. Dann Schottland gegen Tschechien. Wenn wir schon bei richtig sind, dann sind wir auch hier wieder richtig. Das ging in der Realität 2:0 für die Tschechen aus. Habe ich eine Simulation gegen die Schotten, also Tschechien gegen Schottland, mit 3:0 gehabt. Also auch hier wieder richtig gelegen. Nur das Ergebnis um ein Tor unterschiedlich. Und dann Polen-Slowakei. Auch da ein Sieg für die Polen. Für die Slowaken natürlich, nicht für die Polen. Für die Slowaken 2:1 in der Realität gewonnen gegen die Polen. Und in meiner Simulation haben die Slowaken auch 1:0 gewonnen. Dementsprechend würde ich auch hier sagen, war mein Tipp gar nicht so schlecht. Aber weil wir jetzt dreimal richtig waren, kommen wir einmal zu was Falschen wieder. Wir haben dann die Spanier gegen die Schweden. Da habe ich in der Simulation einen 1:0-Sieg für die Schweden gehabt. So kam es dann nicht. Es war ein 0:0, ein Mauerspiel der Schweden. Mit tatsächlich beinahe dem Sieg, mit dieser krassen Chance kurz vor Schluss, wo es hätte tatsächlich noch 1:0 für Schweden stehen können. Nichtsdestotrotz 0:0 in Realität, 1:0 in der Simulation für die Schweden, also falsch. Und dann kommt der Tag, an dem ich tatsächlich, ja, einerseits cool, dass alles richtig war, andererseits, na, da hat eine Mannschaft mitgespielt, da hätte man es nicht so gerne gehabt. Also erstmal Ungarn, Portugal in der Simulation 0:3 für Portugal und in echt auch 0:3. Und ja, dann die deutsche Mannschaft mit 0:1 verloren gegen Frankreich. Auch das hat meine Simulation ausgespuckt.
Dementsprechend da eher mit einem lächelnden und einem weinenden Auge. Aber ja, was soll's, in den nächsten Spielen macht es Deutschland bestimmt besser. Dementsprechend, Leute, liegt die Quote 58,33%. Da ist deutlich Luft nach oben und das zeigt euch, nicht auf diese Ergebnisse wetten. Meine Scheine schon wieder tot, Melinda, ich habe ganze Geld verloren. Und ich sag mal, wir sehen uns am zweiten Spieltag. Auch hier, jedes Match wird simuliert werden für euch, damit ihr euch die ganzen Spiele angucken könnt vorher. Ein bisschen Vorfreude auf die Spiele, die dann in der Gruppe noch kommen. Ich sag ciao, wir sehen uns bei den nächsten Spielen. Haut rein. We'll be right back.